Grüß Gott, Kinder. Es ist ja eine altbekannte Tatsache, dass es auf der Welt nicht nur gute und anständige Menschen gibt, sondern auch böse und äußerst unanständige. Das Schwierige an dieser Tatsache ist, dass man, so rein von außen betrachtet, keineswegs immer die Guten von den Bösen wegkennen kann. Tja, was macht man da? Man kann schließlich nicht jedem Menschen gegenüber misstrauisch sein, aber man darf auch nicht jedem trauen. Eine heikle Sache schon für uns Menschen, für einen Kobold wie den Pumuckl aber kaum zu durchschauen. Und darum ist auch diese Geschichte passiert. Es war an einem Tag, an dem der Meister Eder morgens beim Zeitungslesen wieder aus dem Kopfschütteln nicht herauskam, was da alles im Polizeibericht zu lesen war. Also na, kein Menschen darfst mehr dran. Da hat doch wieder so ein Lump einen alten Rentner reingelegt und die haben seine ganzen Ersparnisse aufgenommen. Also man soll es nicht glauben, wie schlecht die Menschen sein können. Sehr schlecht. Man sollte sie zwicken und picken und noch was vielleicht. Und kneifen, nicht wahr? Ja, ich weiß nicht, was man sollte, aber zwicken und picken ist nur zu wenig. Ja, aber wo hinein hat denn dieser böse Mensch den armen Rentner gelegt? In eine Schublade vielleicht? Nein, nicht hineingelegt, sondern reingelegt hat er. Nicht hinein, sondern rein. Ja, da geht's zu. Du weißt doch, was reinlegen heißt. Nein. Betrügen, nein. Über so ein Hahn. Ui. Scheißen halt. Was? Und das hat er mit dem armen Rentner gemacht? Freilich. Kerl hat sich für einen Gasmann ausgegeben und der Rentner hat ihn arglos in die Wohnung gelassen. Ach. Und schon ist der andere hin und hat ihm Brieftaschen mit der ganzen Renten gestohlen. Also man darf wirklich keinen Menschen in die Wohnung lassen, den man nicht ganz genau kennt. Ja, das ist wahr. Aber du lässt... Du musst ja merken. Ich merke mir das ja auch, aber du, jawohl, du lässt sehr oft Menschen in die Werkstatt, ja, die du gar nicht kennst. Ja, mei. Jawohl. Das sind Kunden, die muss ich ja reinlassen. Aber eine Werkstatt ist ja was anderes als eine Wohnung. Wieso? Ich habe ja nie einen Pfennig Geld drunten in der Werkstatt. Aber meine Schaukel ist da unten, ja. Und mein Bettchen und alle schöne Sachen zum damit spielen sind alle in der Werkstatt. Na ja, auf die hat sich ja der Gauner nicht abgesehen. Das weiß man nicht, worauf es ein Gauner abgesehen hat. Nicht. Also sicher gibt es Geldgauner und Gasgauner und dann gibt es auch ganz bestimmt noch Spielzeug. Nein, das gibt's nicht. Da darf's beruhigt sein. Ja, da bin ich aber sehr unberuhigt. Da kommt schon ein Gauner. Geht zu, Pumuckl, nicht jeder, der klingelt, ist ein Gauner. Aber fast jeder Gauner klingelt. Da, bitte, bleib da und geh nicht an die Tür. Ich habe Angst vor diesen bösen Gasmännern. Also dir ließ ich noch einmal was aus der Zeitung vor. Dann hätte er... Moin, Herr Eder. Guten Morgen. Drum und Gas ablesen. Ja, fei, gerade Sie sind's. Also gerade rede ich davon, weil heute in der Zeitung drin steht, dass das ist jetzt genau der Achte, der mir das erzählt. Ja. Es ist ja gut, dass wir gleich kennengehen. Ich glaube, ich müsste heute dauernd meinen Ausweis herzahlen. Oh, das sind Sie gut. Und lesen Sie ganz schnell ab, wissen Sie sonst. Was habe ich denn? Das muss ein Erst sein. Da geht wieder mein Isch her. Nein. Sei doch stark, das ist doch der echte Gasmann, der tut doch nichts. Wie meinen Sie jetzt das, dass ich nichts tue? Verdächtigen Sie mich oder meinen Sie, ich tue nicht schnell genug ablesen? Ich bin ja schon fertig, wenn Sie das meinen. Ich habe ja bloß einen Spaß gemacht. Nichts für ungut, gell? Und auf Wiederschauen, Herr Gasmann. Auf Wiederschauen. Ja, Wiederschauen, Herr Eder. Wiederschauen. Pumuckl. Jetzt hättest du mich aber fast in Verlegenheit gebracht. Das war doch der richtige Gasmann. Aber das hat doch der arme Rentner auch gedacht. Und dann war es doch der falsche. Aber den habe ich doch kennt. Er hat eine so große Nase gehabt. Und alle Leute mit so großen Nasen. Aber jetzt red doch. Red keinen Schmarrn, ob einer ein Gauner ist oder nicht. Das hat doch nichts mit der Nase zu tun. Mit was denn? Also in dem Fall hast du ganz sicher sein können, dass das der wirkliche Gasmann war. Er hat doch seine Dienstmützen aufgehabt, hast du das nicht gesehen? Und die große Mappen, wo er die Zahlen einschreibt und sein ganzes Auftreten, das kennt man doch auf den ersten Blick, dass das ein städtischer Beamter ist. Ach, und alle städtischen Beamten dürfen in die Wohnung? Na ja, wenn es halt notwendig ist. Und alle haben Mappen und Mützen und sind anständig. Ja, freilich. Aber jetzt ist es nur mit der Quatscherei. Ich muss nur den Werkstatt und endlich das Arbeiten anfangen. So, alle. Der Meister Eder ging also an die Arbeit und am Vormittag geschah gar nichts weiter.
Es wurde Mittag und der Meister Eder ging mit dem Pumuckl zum Essen in die Wohnung hinauf. Da klingelte es wieder. Guten Tag, Herr Eder. Ja, guten Tag, Sie wünschen? Entschuldigen Sie, dass ich Sie in Ihrer Mittagszeit störe, aber ich kann beruflich nicht anders. Wilhard ist mein Name. Ja, Herr Wilhard. Und ich schicke einen Freund von Ihnen, der Mechanikermeister Schmidt, so, in einen Kunde von ihm. Und er meint, Sie wären der richtige Mann, um zum Stil unserer antiken Möbel passende Ergänzungen, zum Beispiel Holzverkleidungen zu machen. Ja, freilich. Also, bitteschön. Ja, kommen Sie mir rein. Danke, ja. Ich möchte Ihre Zeit nicht allzu lange in Anspruch nehmen. Ich möchte nur grundsätzlich wissen, ob Sie Zeit haben, um so etwas zu machen. Ja, mei. Also, wenn es nicht gleich sein würde. Nein, nein. Also, da rein geht's, dann schon. Ja, schön. Ah, ja, nicht sehr gemütlich hier. Na ja, mei. Man tut halt, was man kann, gell. Oho, oho, oho. Da muss ich aber Obacht geben. Der Mann hat kein bisschen eine Mappe dabei und im Gang an den Zähler ist er auch nicht gegangen, sondern gleich ins Zimmer. Und im Zimmer, da ist alles Geld in der Schublade, jawohl. Ich verstehe, dass der Mann das gemütlich findet, aber ich finde das höchst ungemütlich. Was tue ich denn da gleich? Ich weiß, ich setze mich über die Schublade mit dem Geld und wenn der Mann versucht, die Schublade aufzumachen, dann beiße ich ihn in den Finger. Jawohl, beißen! Mit allen meinen 97, 18 Zähnen. Der Mann hatte Glück, dass er nicht in der Nähe der Schublade kam. Der Pumuckl saß wirklich mit gefletschten Zähnen dort. Aber alles verlief friedlich und der Meister Eder geleitete den Herrn Wilhard wieder zur Wohnung hinaus. Doch als der Meister Eder ins Zimmer zurückkam, überfiel ihn der Pumuckl mit einer regelrechten Strafpredigt. Du lässt alle Menschen in die Wohnung, alle! Der Mann hat keine Mappe gehabt und du hast ihn kein bisschen gekannt. Er hat immer auf die Schublade geschaut, so? Mit einem großen Blick, jawohl. Und du wirst noch ein ganz, ganz armer Rentner werden. Da täusche ich mich nicht, wenn du zu allen Leuten sagst, da rein Geld und hier rein Geld. Aber Pumuckl, ich habe die Schublade ganz fest zugehalten. Ja. Ich hätte ja auch zugebissen. Jawohl, gebissen! Ja, das war doch ein Kunde. Das wird eine Kundschaft von mir. Um Himmels Willen. Du wärst ja nur zum reinsten Hofhund. Ja, aber ohne dass ich hätte belle. Hätte ich dir bloß das nicht erzählt. Jetzt ist die nächste Zeit kein Kunde mehr vor dir sicher. Kunden kommen in die Werkstatt und nicht in die Wohnung. Der aber ist in die Wohnung gekommen, jawohl. Aber Pumuckl, das hat man doch auf den ersten Blick kennt, dass der Herr kein Verbrecher war. Schon sein ganzes Aussehen. Aber auf den zweiten Blick hat er kein bisschen anders ausgesehen als alle Menschen. Nase, Augen, Mund, aber zwei Hände, zwei Füße. Da kann man ja überhaupt nichts sehen. Das haben alle die Bösen nämlich auch. Freilich, da hast du schon recht. Aber der Herr Wilhard hat ja gleich den Namen vom guten Bekannten von mir gesagt und ist von dem hergeschickt worden. Hat er gesagt. Ja, aber das hat man doch gesehen, dass das stimmt. So, und woran sieht man das, bitte schön? Na ja, direkt sehen kann man das. Das weißt du, das ist mehr Instinkt. Wer stinkt? Ein Instinkt, das ist, wenn man für was eine Nase hat, da sagt man Instinkt. Wenn jemand nicht stinkt, dann hat er eine Nase. Nein, nicht ganz, aber von mir aus, wenn du das so besser verstehst. Und jetzt essen wir was. Mir kracht der Magen, komm, oder? Ja, jetzt essen wir was. Die beiden haben also zu Mittag gegessen und nach dem Essen legte sich der Meister Eder zu einem Mittagsschläfchen nieder. Der Pumuckl, dem jede Art Mittagsschlaf äußerst langweilig ist, begab sich in die Werkstatt und setzte sich in seine Schaukel und schaukelte hin und her. Natürlich dichtete er dabei. Hingegaukelt, hin und her und her und hin, schaukelt Fuß und Bauch und Kinn, hingesch... Oh, ich glaube, er hat's geklopft. An die Werkstatttüre. Mein Herz klopft, bum, bum. Ich bin richtig erschrocken, dass das kommt, weil heute so viele böse Menschen unterwegs sind, dass es sogar in der Zeitung steht.
Es ist ja gar kein Mann, es ist ja eine Frau. Und Gasfrauen gibt's überhaupt nicht. Und Gaunerfrauen gibt's auch nicht, nur Gaunermänner. Es hat jedenfalls noch nie was davon in der Zeitung gestanden. Ist jemand in der Werkstatt? Muss ich gleich mal gucken. Große Mappe? Nein, eins, eine Tasche. Hat sie auch. Das ist sicher eine anständige Tasche. Sie, hallo! Ja. Ich habe Ihnen ein Sonderangebot zu machen. Ob ich mal den Türriegel für das Sonderangebot zurückschiebe? Vielleicht will sie uns was schenken aus ihrer großen Tasche. Oh, ja, nein, ich glaube, sie instinkt nicht. Anstatt uns heutzutage gleich einfach zu. Hat sie ja keine Notwendigkeit. Notwendig, hat sie gesagt. Notwendig. Ich will doch mal sehen, was notwendig ist und wer für was notwendig hat. Jawohl. Ist doch jemand da? Hallo? Ihre war doch zuerst im Schuh. Da habe ich mich geirrt. Hallo? Ist wer da? Ich komme von der Firma Weißmüller und möchte Sie auf eine neuartige Möbelpolitur aufmerksam machen. Da rührt sich nichts. Aber es wird sicher gleich wieder kommen. Hübsche Sachen hier. Mehr auf Antik eingestellt. Oh, hübsches altes Kästchen. Würde mir auch gefallen. Und da, schau her, da liegt ja eine goldene Uhr. Jahrhundertwende, ja. Sehr schön. Leichtsinnig, so herumliegen zu lassen. Sehr leichtsinnig. Könnte ja irgendwer wegnehmen. Irgendwer. Keiner weiß wer. Hier kommen ja wohl viele Kunden herauf. Hat mich ja keiner gesehen. War irgendwer. Der Meister Eder, die darfst du doch nicht einfach wegnehmen. Da muss ich ja gleich hinterher. Jawohl, jawohl. Die Uhr kriegt sie nicht. Diese Gas. Der Meister Eder kam nach seinem Mittagsschläfchen nichts ahnend wieder herunter in die Werkstatt. Oh, na ja, na packen wir es halt wieder. Aber was ist denn das? Hab ich dort die Tür offen stehen lassen? Ha, ich bin ja gut. Da hat ja jeder rechnen. Oder war's der Pumuckl? Pumuckl! Wo sich der wieder rumtreibt, naja, der wird schon wieder zum Vorschein kommen. Oh, ich glaub, ich hab heute richtig verschlafen. Aber warum ich heute konsumiert war, wie viel Uhr haben wir denn? Na, wo hab ich denn jetzt gleich meine Uhr wieder hingelegt? Pumuckl! Geh zu, komm her, ich brauche jetzt meine Uhr. Das ist gut. Der ist ja gar nicht da. Der ist irgendwo hier mit meiner Uhr. Was ihm da jetzt wieder eingefallen ist. Die schöne Uhr von meinem Vater. Ja, da muss ich gleich nachschauen. Ja, sowas. Kann ich 5 Minuten, kannst du den Vogel allein lassen. Es ist schon ein rechter Kreuz. Grüß Gott, Herr Eder. Sehen Sie was? Ja, Keiner helfen? Ich glaub nicht, das weißt, meine goldene Uhr ist weg. Und die Tür von meiner Werkstatt da, die ist offen. Um Himmels Willen, die hat einer jemand gestohlen. Nein, das muss nicht sein, dass jemand gestohlen hat, aber, Freilich, was denn sonst? Da brauchen Sie sich gar nicht lang da im Hof umschauen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich denken soll, also das Sie ist Herr so. Eder, da fällt mir gerade was ein. Was denn? Da hat vorher eine Dame hinten an ihrer Werkstatt geklopft und Hallo gerufen. So? Ich hab's zufällig von meinem Fenster aus gesehen. Nein. Und dann ist sie in ihre Werkstatt reingegangen. Ah. Ich hab mir nichts dabei gedacht, gell? Weil ich gedacht hab, das ist eine Kundin. Ah, eine Frau, sagen Sie. Eine Frau hab ich keine gesehen. Ah ja, ich war oben und hab am Mittag. Ich schau lieber noch einmal ganz genau nach. Vielleicht finden Sie da die Uhr noch irgendwo im Haus. Wissen Sie, ich verdächtige so ungern jemand. Ich glaube lieber an meine eigene Dummheit, als an die Bosheit von den Leuten. Heutzutage darf man doch kein Mensch mehr trauen. Ja. Keinem einzigen, das so gerne. Ja, da haben Sie eigentlich auch recht. Der Meister Eder hat wirklich noch einmal ganz gründlich in der Werkstatt und in der Wohnung nach der Uhr gesucht und auch nach dem Pumuckl. Je länger er gesucht hat,
desto mehr Sorgen macht er sich. Weniger um die Uhr als um den Pumuckl. Ach Gott, Zweifel, die Uhr ist weg und der Pumuckl auch. Oh mei, der wird doch nicht wegen der Uhr in irgendeine Gefahr gekommen sein. Wenn die Frau wirklich die Uhr gestohlen hat und er ist mit und er hat sie einzwickt in der Taschen, nachher wird er ja sichtbar und nachher... Ich mag mir's gar nicht ausdenken. Was mache ich denn nur? Ich glaube, ich gehe doch auf die Polizei. Kann ja sein, dass die Uhr wer abgibt oder dass jemand meldet, dass eine Frau verrückt worden ist, weil sie einen Kobold hat oder... Ja! Pumuckl! Ja, da bist du ja! Ja, wo war's denn? Klopf mir mal auf den Buckel! Ja, ich klopf dich schon auf. Ja, bist du so gesaust? Ich weiß, wo sie wohnt. Du musst gleich mitkommen. Ich habe die Ecken gezählt. Es sind 7 Ecken und 3 Treppen und neben dem gelben Haus. Mein Gott sei Dank, dass du da bist. Ja, ich bin nicht da, sondern ich bin gleich wieder fort und du musst mitkommen. Da wohnt sie nämlich. Wer? Deine Frau. Die Frau, die deine Uhr mitgenommen hat. Ja, sag mir, wie ist denn das zugegangen? Es ist gar nichts zugegangen, sondern die Tür ist aufgegangen. Und die Frau ist hereingegangen. Ja, und die Uhr ist mitgegangen. Das heißt, sie hat die Uhr mitgehen lassen. So, zapp, zapp. Hast du das gesehen? Schon in die Tasche. Ja, in die Tasche. Und wir müssen ihr jetzt zipzeripp nach. Komm. Weißt du denn nicht sicher, dass die meine Uhr hat? Ganz sicher. Ich weiß sogar, wo sie es hingetan hat. In eine Schublade, in einem Tisch drin ist. Mhm. Komm schnell, sonst vergesse ich die 7 Ecken und 3 Treppen und das gelbe Haus. Alles. Ja, sag einmal, seit wann kannst du denn bis 7 zählen? Seitdem die böse Grasfrau da war. Jawohl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber vielleicht sind es auch nur 17, 8 Ecken. Ist ja egal, ich weiß ja ganz genau, wie sie alle aussehen. Ja, das ist aber eine peinliche Geschichte. Wieso? Du, pass auf, Pumuckl, ich kann doch nicht einfach in eine Wohnung von einer wildfremden Frau gehen und sagen... Doch, das musst du. Sie haben meine Uhr gestohlen. Sie hat sie ja gestohlen. Ja, die schmeißt mich ja hochkant raus, das kann ich doch nicht. Wahrscheinlich lasst mich schon von vornherein gar nicht nein. Sie muss dich hineinlassen. Das sagst du. Sei doch mal still, lass mich doch mal ausreden. Weißt du was? Ja. Du musst aussehen wie ein städtischer Beamter. Du meinst Beamter? Wie du willst, ja. Jedenfalls wie eine Gasmütze. Du nimmst eine Gasmannmappe und eine Mütze. Ja, woher denn? Dann die nimmst du, die kannst du dir von einem Grasmann nehmen. Ja. Und dann sagst du, du kommst von ihrem Freund Schmidt und hast ganz einfach ein Auftreten. Und dann kommt ein ganz großer Instinkt und sowas alles kommt dazu. Und dann muss ich sagen, bitteschön, treten Sie doch hier bitte ein. Wenn du meinst, Pumuckl, dann gehen wir halt, ja. Ja. Na, irgendwie wird's dann schon gehen. Ja. Da ist ja eine solche Unverfrorenheit. Ja, das ist eine große Unverfrorenheit, wollte ich sagen. Einfach da reinzugehen und eine goldene Uhr zu stellen. Die muss wieder hergeben, so wahr ich Ederheim. Ja, und so wahrlich ich wie der Pumuckl heiße. Und komm bitte, wir gehen jetzt schnell, ja? Sonst ist die Uhr vielleicht nicht mehr in der Tisch. Ja, sag einmal. Oder sie ist stehen geblieben. Ja, sag mal, was war denn das für ein Tisch? In der Küche oder im Wohnzimmer? In der Küche. Eine ganz, ganz fest zu Schublade, weil ich sie aufmachen und herausholen wollte. Ich meine, weil ich die Uhr aus der aufgemachten Schublade, aber die war aber zu, also die Schublade. Und da konnte ich gar nichts tun als zwicken und eine Suppenschüssel voll Suppe und eine Weinflasche voller Wein und eine Vase voller Blumen. Ja. Was war das? Ja, das konnte ich. Ja. Also das konnte ich hinunterwerfen. Aha, ja, aha. Also da muss sie sicher 22 Stunden aufwischen. Nicht und, schlecht, Pumuckl, gar nicht schlecht. Also komm, gehen wir. Du hast ja keine Maßgabe, keine Gasmaske. Nein. Weißt du, ich mache der Frau gar nicht lang was vor. Ich sag gleich, was ich will. Ja. Ach, sowas, sowas. Also komm, Pumuckl, gehen wir. Und wir sagen gleich, was wir wollen. Der Pumuckl hatte sich wirklich alle Ecken ganz genau gemerkt. Und auch das Haus und das Stockwerk wusste er noch. Aber nicht mehr, welche Türe. Da waren 3 Türen und die sahen, wie das in einem Mietshaus ebenso ist, völlig gleich aus. Etwas ratlos stand der Pumuckl vor den Türen und flüsterte. Und ich hab mir doch so gut gemerkt, dass die Türe braun war und dass sie einen silbernen Türgriff hat. Und jetzt haben alle 3 Türen solche Griffe und braun sind sie auch noch. Ja, weißt du nicht, ob du so zur Treppe gelaufen bist oder von daher? Nein, ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu der Treppe gelaufen bin. Nicht? Nein, ich glaube, ich bin sogar gehüpft.
rechts. Ja, aber von links oder von rechts? Ich bin von von wo? Von was für Seiten? Ich bin von links oder von rechts gehüpft. Ja, weißt du was? Jetzt läuten wir eben an allen drei Türen gleichzeitig und wo eine Frau aufmacht mit einem Hut, die ist es dann. Nee, die hat doch ihren Hut schon längst inzwischen runtergetan. Warum? An was könnte man es denn noch kennen? Du, sag einmal, was hat's denn für eine Haarfarbe gehabt? Die Haare waren doch unter ihrem Hut. Ach so. Ja. War's klein oder war's groß? Also, sie war ein ganz schönes Stück größer als ich. Kunststück. Wieso? Aber war's kleiner oder größer wie ich? Das weiß ich nicht. Du hast ja nicht neben ihr gestanden. Ja, jetzt pass auf, jetzt machen wir es so. Ich läute mal an jede Tür. Ja, das ist sehr. Wenn wir aufmacht und sie ist nicht, dann zupfst du mich einmal. Ja. Und wenn sie es ist, nachher zupfst du oft. Ja, dann zupfe ich sehr oft. Also dann zupf ich 32, 18, 12 ja, ab, Mal. Nein. Nicht so oft, dass die meinen, ich habe auf einer Seite einen Schüttelfrost. Also pass auf, leit mir. Ja, leit mir. Sie wünschen? Ach so, nix, Sie sind's nicht. Entschuldigen Sie, ich hab falsch geleitet. Ich suche ganz jemand anderen. Kein Mann, sondern eine Frau. So, wen denn? Ja, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Alt oder jung? Ja, das weiß ich auch nicht, leider. Also, ja. Hat sie irgendeinen Beruf? Wie sieht sie denn aus? Das weiß ich auch nicht, also. Hören Sie mal, Sie können doch niemanden suchen, von dem Sie gar nichts wissen. Dass Sie in dem Stockwerk wohnt, das weiß ich. Sagen Sie mal, in welcher Eigenschaft kommen Sie eigentlich? Ich? Ja. Haben Sie was zu verkaufen? Oder sind Sie Vertreter für irgendetwas? Nein. Ich bin ein Schreiner. Ich sollte Maß nehmen, ja. Für einen Tisch. Mhm. Ja. Für einen Tisch? Ja. Und das bei jemandem, von dem Sie weder den Namen und noch die Adresse wissen? Ja. Bei jemandem, den Sie offensichtlich überhaupt noch nie gesehen haben? Das scheint mir aber reichlich verdächtig. Ja, ich gebe ja zu, dass das ein bisschen komisch klingt, aber das ist ja so. Also, dann entschuldigen Sie die Störung, ich klingel heute jetzt da herin. Ja, da wohnt eine alleinstehende Dame. So? Ja, sollten Sie vorhaben, bei dieser Dame unter einem fadenscheinigen Vorwand einzudringen, dann müssen Sie mit mir rechnen. Ja, Herrschaftszeiten, sicher die Nase wie ein Verbrecher. Glauben Sie mir's, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was getan, was Unrecht war. Das heißt alles gar nichts. Also, ich klingel jetzt da und ich gebe Ihnen einen guten Rat. Wenn's die Dame ist, die ich suche, dann mach es bitte nur dir ganz dezent zu und ganz leise. Sie bringen die Dame nämlich sonst in die allergrößte Verlegenheit. Denn was wir zu bereden haben, wissen Sie, das wird die Dame nicht gern an die große Glocke hängen, so als Leute. Ja, Moment mal. Ich denke, Sie wollen Maße für einen Tisch nehmen. Ja. Haben Sie bei mir geklingelt? Ja, und Sie sind's ja. Kannst zupfen schon wieder aufhören. Sie waren heute in meiner Werkstatt, stimmt's? Eder ist mein Name. Ich? Bei Ihnen? Ja, Sie. Ich hab Sie nämlich gesehen. Und Hausmeisterin auch. Und jetzt habe ich mit Ihnen was wegen einer Uhr zum Bereden. Ich denke, wegen einem Tisch. Wollen Sie, dass ich alles, was in der Angelegenheit zusammengibt, vor dem Herrn da sage oder dass es unter uns bleibt? Mir ist gleich. Ich frage Sie nur. Ach, ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Sie wissen es ganz genau. Ich habe Sie nämlich beobachten lassen. Wenn Sie sich nicht an die Uhr erinnern, na, hol ich die Polizei und lass die einmal in die Schubladen von ihrem Küchentisch schauen. Tut mir leid, dass ich vor dem Herrn da so deutlich werden muss, aber dem treibt sie ja seine Batzlang raus, weil er hat sensationslos. Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis. Herr, was? Wie war gleich Ihr Name? Schreinermeister Eder. Ein Ausweis habe ich dabei. Da ja, Herr Eder, ja? Wir wollen das Missverständnis klären. Bitte kommen Sie herein. Ja? Also, wenn Sie mich brauchen sollten, Frau Rüsselmeier, stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ja, es ist sehr liebenswürdig. Ich danke Ihnen schön, danke. Aber ich glaube, es geht alles in Ordnung. Bitte, Herr Eder. Sie dürfen mir glauben, das Ganze ist mir mehr als peinlich. Aber ich habe die Hausmeisterin als Zeugin, wissen Sie? Und Sie sind nur von jemandem gesehen worden. Also, probiert es leugnen nicht lang, gell? Ich wollte wirklich noch den Möbelpolitur verkaufen. Aha. Ich weiß auch nicht, es ist einfach über mich gekommen. Ich kann eine goldene Herrenuhr ja gar nicht brauchen.
Oh, bitte bringen Sie mich nicht ins Gefängnis. Bitte, ich verliere meine Stellung. Oder ja, ich bin nicht da, um da umeinander zu richten. Ich will meine Uhr wieder haben und basta. Mhm. Das andere, mach es mit Ihrem Gewissen aus, ohne mich. Aber denk es beim nächsten Mal, dass nicht alle Leute so gutmütig sind wie ich. Wir kommen nur sowas machen. Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe mich auch nicht. Hier haben Sie Ihre Uhr. Verzeihen Sie mir, bitte. Wenn es ein Lehrer für Sie war, bitteschön. Und jetzt geh wieder. Sonst kommt Ihr Nachbar und meint Wunder, was? Nein, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist das vierte Mal, dass etwas herunterfällt, ohne dass ich hinkomme. Ach, befolgen mich denn schon alle Teufel? Ja, was gewiss weiß man ihr, Frau Rieselmeier. An Ihrer Stelle, da hat mich schon ein wenig fürchten. Nichts für ungut, gell? Und auch nimmer wieder schauen, Frau Rieselmeier. Ja. Ja. Und dann sind der Meister Eder und sein Pumuckl wieder nach Hause getrottet. Der Meister Eder war recht froh, dass alles so glimpflich verlaufen ist. Erst als sie zu Hause waren, kam er auf die Idee zu fragen. Sag einmal, Pumuckl. Ja, was denn? Eins ist mir nicht klar. Ich erinnere mich jetzt ganz genau, dass ich den Riegel von der Werkstatt dir zugemacht habe. Weil ich mir nur gedacht habe, das fällt mir jetzt gerade ein, wie ich so aufsperre, dass ich den einmal wieder ein bisschen ölen müsse. Hast du die Tür aufgemacht? Ich. Ah, also warst es doch du. Aber wir haben doch nur in der Früh davon gesprochen, dass du niemand aufmachen sollst. Nein, wir haben davon gesprochen, dass du jedem aufmachst und dass brave Menschen Mappen und Mützen haben und dass überhaupt nur Männer böse sind. Von Frauen hast du gar nichts gesagt. Ja, und. Außerdem hat die Frau noch dazu, dass sie eine Frau war, eine Mappe gehabt. Und dann hat sie sehr fein gerochen und nicht geinstinkt. Und eine Mütze, geinstinkt hat sie auch nicht. Und eine Mütze oder ein Hut, weiß ich nicht genau, was das auf dem Kopf war, aber aufgehabt und ein Auftreten hat sie auch gehabt. Ja, jawohl. Und da habe ich mir eben gedacht. Ja, da hast du genau das Falsche gedacht. Aber wenn es doch so schwer ist, das Richtige zu denken, wenn Leute vor der Tür stehen, die man nicht kennt. Der Mann hat ja auch zum Beispiel falsch gedacht, wie er gedacht hat, dass du ein böser Mann bist. Aber ich habe gleich gesagt, du sollst Gasmann-Mappe mitnehmen und. Woher nehmen? Wie lernt man denn ganz genau zu wissen, wer böse und wer brav ist? Ja, Pumuckl, das, wenn ihr wisst, man kann in keinen Menschen reinschauen, das ist eine alte Weisheit. Und darum soll man halt vorsichtig sein. Am einfachsten ist, jedenfalls für dich, wenn's dich überhaupt niemand reinlässt, wenn ich nicht daheim bin. Auch ganz echte Gasmänner nicht. Niemand Tür zulassen. Aus. Dann kann auf keinen Fall was passieren. Ja, wenn es aber ein wichtiger Mann ist, also zum Beispiel, also sagen wir mal, also ein König zum was? Beispiel, ein König mit einer Krone auf dem... Aber geh, ja mei, dann muss er eben nochmal kommen, der König, und zwar dann, wenn ich daheim bin. Ja, einen König, also, ja, den würde ich ja vielleicht doch an seiner Krone erkennen, ne? Aber die Krone, die kann ja feucht sein, ganz abgesehen davon... Dass das mit der Art Kopfbedeckung heutzutage so eine Geschichte ist, mein Lieber. Eine Geschichte? Ui, erzähl. Ich höre doch so gerne Geschichten. Und die von dem Gasmann, die war doch eigentlich sehr spannend. Ja, aber nein, Pummel, mir langt's für heute. Oh, ich muss jetzt arbeiten, Pummel. Du kannst ja da dich in deine Schaukel reinsetzen und dir ein Gedicht auf die ganze Geschichte machen. Gut, dazu brauche ich doch keine Schaukel. Das fällt mir alles im Stehen. Ja, ein Stehgedicht. Gib acht. Also, ich mache jetzt ein Stehgedicht für helles Licht und dunkles Licht. Das ist jetzt schon das Vorwort, reimt sich bei mir. Ja. Also, böse Leute und brave Leute gab's früher schon und gibt's noch heute. Die Braven doch, wie ich und du, lassen alle Türen zu. Oh, das ist ein schönes Gedicht mit lauter echten, richtigen Reimen. Das musst du auswendig lernen. Ja, komm, sag mal nach. Böse Leute, sag mal nach. Böse Leute und brave Leute und brave Leute. Ja, ich probier's dann halt auch. Nein, jetzt wär's mir lieber. Böse Leute und brave Leute. Nun, ich weiß nicht, ob's der Meister Eder auswendig gelernt hat. Ich weiß nur, dass der Pumuckl niemand mehr in die Werkstatt lässt, wenn er allein ist. Und das ist ja wohl das Wichtigste an der Sache. Und wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht,